Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 8.37, Grundlagenbetrachtung einer Elbquerung zwischen Pieschen und dem Ostra-Gehege. 22 Uhr ist Schluss, und wir sind nicht 22 Uhr. Einreicher ist die CDU-Fraktion. Und Herr Böhm, bitte schön zur Vorstellung. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, da versuche ich es ganz kurz zu machen. Bis Anfang der 90er Jahre gab es eine Fährverbindung in Pieschen zum Ostra-Gehege. Die wurde dann zwischendurch wegen mangelnder Nutzung eingestellt. Wir haben dann als CDU schon, ich glaube so vor 10 Jahren, als die Mullenbrücke eröffnet wurde, mal die Idee gehabt, dort wieder eine Fahrradbrücke rüberzubauen. Das sollten erst 2 Millionen sein, dann waren es 10 Millionen, und auch eine Anbindung hat sich nie wirklich gefunden auf der Pieschener Seite. Dann hat man es nochmal versucht mit der Fähre zum Kirchentag. Als der Kirchentag vorbei war, war es mit der Nutzung auch weg. Dann kam die SPD mit der Fähridee wieder. Wir haben die erstmal proaktiv unterstützt bis zu dem Augenblick, als wir dann über 4 Millionen sprachen und mehr als 4 Millionen und auch eine heftige Gegenwehr der DVB da war. Die DVB hatte sich dann auch noch andere Sachen wie Schienenbus, wie Wasserbus, wie Seilbahn, wie eine Brückenbetrachtung gewünscht, und das alles ziemlich grundsätzlich. Wir haben daraufhin uns jetzt gesagt, okay, dann versuchen wir das Thema mal vom Kopf auf die Füße zu stellen und lassen da eine richtige Grundlagenbetrachtung zu machen, auch zu schauen, was sich da aus ÖPNV-Sicht für Effekte erzielen lassen, und wollen schauen, was sich danach ergibt. Dem SPD-Änderungs- oder Setzungsantrag werden wir nicht zustimmen. Ich gehe auch davon aus, da am Tenor des Antrags, der ein reiner Prüfauftrag und die Grundlagenbetrachtung ist, vorbeigeht und doch Dinge einleiten soll. Ich gehe davon aus, wenn er denn beschlossen werden sollte, sollte der Oberbürgermeister widersprechen, wie er das bei letzten Anträgen auch gesehen hat, dem Ergänzungsantrag der Linken, der im Wesentlichen redaktionelle Änderungen umfasst, dem wird man natürlich zustimmen. Danke. So, dann haben wir, wie gesagt, 2 Änderungsanträge da liegen. Ersetzungsantrag, Herr Dries. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, tut mir leid, bei den letzten Tagesordnungspunkten habe ich dann meine Redebeiträge zurückgezogen. An dieser Stelle ist der Antrag, den die CDU hier vorgelegt hat, aber so ein Murks, dass man dann doch mal irgendwie dazu sprechen muss. Denn eigentlich müsste die Schlagzeile zu diesem CDU-Antrag lauten: CDU verhindert Elbquerung zwischen Pieschen und dem Ostra-Gehege, weil genau das wird die Folge sein, wenn wir jetzt hier diesen umfassenden Prüfauftrag beschließen werden. Ich möchte noch mal kurz an die Historie erinnern. Veit Böhm hat es auch gerade schon ein bisschen getan. Vor fast 3 Jahren haben wir eine Prüfung für eine erneute Fährverbindung zwischen Pieschen und dem Ostra-Gehege in Auftrag gegeben. Ich teile die Einschätzung, dass das alles viel zu lange dauert. Wir haben damals in dem Beschluss der Verwaltung 12 Monate Zeit gegeben. Jetzt sind schon fast 3 Jahre vergangen und wir haben die Prüfergebnisse noch nicht da. Aber wir wissen ja alle miteinander aus den Beratungen, auch im Bauausschuss, dass diese Prüfung läuft, und zumindest ist mein aktueller Stand, dass sie auch Ende diesen Jahr oder noch in diesem Jahr abgeschlossen sein soll und die Ergebnisse vorgelegt werden sollen. Ich würde auch die These teilen, dass wir eigentlich uns alle einig sind, dass wir perspektivisch zwischen Pieschen und dem Ostra-Gehege über eine Brückenlösung reden. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob das jetzt eine ist, die nur für den Fuß- und Radverkehr ist, dem würde ich mich tendenziell anschließen, oder ob man da vielleicht noch eine größere Brücke bauen soll, über den ÖPNV redet oder eventuell sogar über Autoverkehr. Das sind alles Detailfragen oder Entscheidungen, die in der Zukunft zu treffen sind. Aber ich glaube, perspektivisch werden wir dort auf eine Brückenlösung hinauslaufen, und das ist auch okay. Wenn wir uns aber mal ehrlich in die Augen gucken, werden wir alle miteinander feststellen, dass wir in Realität dort frühestens in 30, 35 oder 40 Jahren eine Brücke stehen haben werden. Und die Frage ist, und die möchte ich ganz offen hier auch stellen, was machen wir denn in dieser Zeit, bis wir dahin kommen, dass dort vielleicht irgendwann mal eine Brücke hinkommt? Die SPD-Fraktion hat die letzten Jahre immer vorgeschlagen und das vorangetrieben, dass wir eben für diese Zeit eine Fährverbindung dort einrichten. Wir können natürlich diese Zeit aber auch rumbringen, so wie es die CDU jetzt heute beantragt, und diverseste Lösungen prüfen, die
in vielen Fällen unrealistisch sind, gerade wenn ich mir das Thema Amphibien, Bus oder Seilbahn angucke. Und wenn wir dann schon tatsächlich immer beim Prüfen sind, dann können wir uns ja auch überlegen, ob wir vielleicht noch einen Direktflug oder einen Linienheißluftballon oder ein Flugtaxi mit WLAN prüfen, weil die haben nämlich in etwa genauso viel Aussicht auf Erfolg und auf Realisierung wie eine Seilbahn oder ein Amphibienbus. Das zeigt, glaube ich, schon, wie absurd dieser Prüfauftrag ist, der hier gestellt werden soll. Deswegen wollen wir gerne diesen CDU-Antrag ersetzen, wollen den einmal eingeschlagenen Weg weitergehen, die Prüfung der Fähre weiter vorantreiben und entgegen dem, was Veit Böhm gesagt hat, steht in diesem Ersetzungsantrag nichts drin, was irgendeine Umsetzung in Gang setzt, sondern wir wiederholen einfach nochmal den Beschluss, den der Stadtrat hier im Übrigen unter Zustimmung der CDU schon mal getroffen hat, nämlich den Prüfauftrag für die Fähre. Und wir haben noch zwei Punkte hinten dran gehängt, die eine erneute Prüfung von Möglichkeiten, wie wir dort eventuell irgendwann mal zu einer Brücke kommen können, auch noch ergänzen als Prüfung für die Zukunft. Und ich glaube, das ist der solide Weg, damit wir dann am Ende doch irgendwann mal gemeinsam Vollzug melden können, dass Menschen von Pieschen ins Ostra-Gehege kommen und wir uns hier nicht noch viele Jahre weiter totprüfen. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu dem Ersetzungsantrag und hoffe, dass wir uns darauf einigen können. Wird der Änderungsantrag Linke noch eingebracht? Bedarf danach? So, dann frage ich mal, wer wünscht, das Wort in der Debatte zu ergreifen? Frau Barkow. Ja, ich greife gleich noch einen Punkt auf, den mein Vorredner Vincent Rees gesagt hat. Wir wollen hier nicht nur die Prüfung der Fähre weiter vorantreiben. Das ist ja nun schon vor 3 Jahren beschlossen worden. Bis heute ist nichts passiert. Wir wissen alle, dass es zahlreiche Gründe gibt, warum keine Fährverbindung eingerichtet wurde bis heute. Deswegen ist die im CDU-Antrag vorgeschlagene Matrix, die zu erstellen ist, auch sinnvoll und wir unterstützen diesen. Mein Kollege Martin Schulte-Wissermann hat für uns noch ein paar Ergänzungen einfließen lassen, die eben auch mit auf, also vorsieht, auch mit aufzuschlüsseln, wie sind denn die Förderkulissen zum Beispiel, was kostet was, wann ist was realisierbar, damit wir tatsächlich am Ende ein Tableau haben von allen Möglichkeiten, die mal im Gespräch waren, die Bedingungen, die Zeitfenster und dann einfach fundiert entscheiden können, welche Variante wollen wir hier nehmen, welche ist die sinnvollste und welche ist am Ende auch machbar, um nicht alle paar Jahre wieder zu beschließen, dass wir irgendwas prüfen und jenes prüfen, sondern wollen hier einfach mal eine Klarheit schaffen. Deswegen werden wir den Antrag von Grünen, SPD ablehnen, aber dafür den von der Linken geänderten CDU-Antrag zustimmen. Weitere Wortmeldung, Frau Bischofberger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, schade, dass die Linke nicht mit unserem Antrag mitstimmt. Wir Grüne setzen uns auch schon lange für eine Elbquerung ein zwischen Pieschen und dem Ostra-Gehege. Und zwar deswegen, weil die Stadt der kurzen Wege bürgerfreundlich und klimafreundlich ist. Und unser langes Engagement, sind jetzt schon fast alle erwähnt worden, ich glaube, es haben sich ja alle Parteien für eine Elbquerung eingesetzt. Bei uns hat sich Eva Jeniken sehr lange für diese Fähre eingesetzt. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Unser gemeinsamer Antrag mit der SPD, den haben wir jetzt deswegen gestellt, weil wir sagen, es sollte zeitnah etwas passieren, weil wir warten jetzt wirklich schon lange, dass etwas in Bewegung kommt. Und deswegen unterstützen wir die Fähre als Grüne. Außerdem ist die Fähre bis jetzt die umweltfreundlichste Querung, die erstmal angeschaut wurde. Ne? Also so. Langfristig haben wir Grüne eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer an dieser Stelle im Auge, wissen aber auch, dass
die Belange des Denkmalschutzes und des Umweltschutzes sehr zu beachten sind, und wir wollen eine öffentliche Diskussion starten, ob es tatsächlich, also wie es möglich ist, dass eventuell eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer an dieser Stelle geschehen kann, ohne dass es große Eingriffe gibt in dieses Naturschutzgebiet. Ich möchte noch auf eins hinweisen in dem Antrag von uns Grünen und der SPD. Der hat einen besonderen Charme, da möchte ich mich sehr bedanken bei den Kollegen der SPD. Und zwar, die SPD hat vorgeschlagen, eine kostenlose Fähre prüfen zu lassen. Ich denke, das ist an dieser Stelle ganz, ganz besonders gut, weil in Pieschen leben sehr viele junge Familien mit nicht so einem wahnsinnig hohen Einkommen. Und das ist einfach toll, wenn die mit ihren Kindern zusammen über die Elbe kommen, zum Sport machen oder auch das Grüne zu genießen. Und jetzt, liebe Kollegen, bitte jetzt, bitte, ich möchte, dass Sie jetzt noch mal zuhören. Es ist spät. Hören Sie zu, wenn Sie jemals über, auf der Ostra-Insel waren und jemals diese Pieschner Allee langgelaufen sind oder mit dem Fahrrad langgefahren sind, bis zum Ende, dann wissen Sie, was dort für ein Schatz ist. Und ich sage Ihnen eins, ich lege Ihnen ans Herz, bitte lassen Sie es nicht zu, dass an dieser Stelle motorisierter Verkehr auf die Insel geleitet wird. Es wäre die Zerstörung eines wirklich wunderschönen Stückes Natur in dieser Stadt. Danke. So, die nächsten Wortmeldungen, Herr Trebs und Anna Green. Ich möchte bloß noch mal die Frau Bürgermeisterin Jenigen bitten, kurze Ausführungen zu machen, wie der aktuelle Stand der Prüfung ist und auch eine Einschätzung zu diesem CDU-Antrag zu geben, um wie viel das die Prüfung verzögern würde, weil hier nämlich sowohl Frau Barkow als auch Herr Böhm angedeutet haben, dass in dieser ganzen Frage bislang nichts passiert sei mit der Prüfung. Da ist mein Kenntnisstand ein anderer und ich glaube, da sollten wir alle auf denselben Kenntnisstand kommen. Meldung, Herr Green. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, Herr Drews, meistens erzählen Sie ziemlichen Unsinn. Heute hat mir es mal gefallen, was Sie gesagt haben. Historie haben Sie gesagt. Ich habe die Fähre noch erlebt und die Älteren, die von hier sind, wahrscheinlich auch noch. Und ich habe auch noch, Sie haben eine Möglichkeit der Elbquerung noch vergessen. Man könnte immer dann, wenn sich eine entsprechende Schlange angesammelt hat, der Elbberg mal kurzfristig einfrieren. Ich habe sie eingefroren erlebt, wir sind zu Fuß drüber, einmal. Deswegen wird also der Antrag Grüne SPD von uns Zustimmung kriegen. Eine andere Gedanke noch, Sie reden immer von der Brücke, aber da haben Sie sich überlegt, dass die ganz schön hoch sein muss, weil dort Dampfer durch wollen. Ne? Wenn wir sagen, wir prüfen und in 30 Jahre haben Sie gesagt, Herr Drews. Die Erderwärmung ist zwar nicht erdgemacht, nicht menschengemacht, aber sie ist Fakt. Woher sie kommt, ist eine andere Frage. Wir müssen überlegen, was ist denn in 30 Jahren dort? Ist das eine Elbe, die mal klein und mal riesengroß ist, weil es ständig irgendwelche Jahrhundertfluten gibt? Oder wird das auf Dauer erinnern? Das wäre nämlich auch eine Frage, wenn wir das auf 30 Jahre hinhören. Einfach so mal als Gedanken mit eingestreut. Ich werde jedenfalls dem grünen SPD-Antrag mitzustimmen. So, jetzt zur Beantwortung noch Frau Bürgermeisterin Jenischen und dann Herr Böhm zum Schlusswort. Also wie schon in den Gremien berichtet, haben wir, nachdem die Suche nach den möglichen Anlegerstandpunkten für die Standorten, für die Fähren eingeschränkt wurde, haben wir jetzt dieses Jahr die umfangreiche Artenschutzuntersuchung der aktuellen Situation in Angriff genommen und können Ihnen Ende des Jahres darüber berichten in Bezug auf die Fähre. Aber diese aktuelle Situation kann natürlich auch für Brückendiskussionen verwendet werden. Diese allein sind erheblich umfangreicher. Da geht es um verschiedene Varianten, um verschiedene Prognosen. Es geht um den Anschluss, den die Brücken finden sollten. Und das wird natürlich eine viel, viel größere Diskussion. Aber wir arbeiten jetzt an der Fähre, so wie zugesagt. Und zum Schlusswort, Herr Böhm.
Hallo, ich würde das gerne von hier machen. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss zwei Worte, die vielleicht doch noch wichtig wären. Zum einen, Frau Bischofsberger, eine Brücke, die, über die wir da reden, und wenn Sie den Antrag genau gelesen haben, dann geht es nicht um den MIV, also den Privatverkehr, sondern wenn, dann geht es darum, dass dort eine Straßenbahn mit rüberfahren soll, damit die DVB dort Effekte erzielt, was sehr sinnvoll ist. Und die zweite Sache, das geht so ein Stück an die Grünen, auch an den Kollegen Schmählich. Wir haben gestern lange Diskussionen geführt, wie wir denn mit dem Geld der TWD umgehen und was wir damit machen. Und wenn ich mir diesen Antrag angucke, soll neben Schwimmbädern und neben 365 Euro oder 15 Euro Bildungsticket, soll die TWD jetzt auch die Fähre finanzieren. Und ich glaube, das ist auch eine Frage von seriöser Finanzpolitik, die da im Raum steht. Danke. Ja, mach dir mal keine Sorgen. So, Debatte beendet. Wir kommen zur Abstimmung. Zunächst habe ich als weitestgehenden einen Ersetzungsantrag von Bündnis 90 Die Grünen SPD-Fraktion. Wer dem Ersetzungsantrag folgen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Ja, 38 Nein, 0 Enthaltung, damit abgelehnt. Dann gibt es einen Änderungsantrag Fraktion Die Linke. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja, 5 Nein, 2 Enthaltungen, damit angenommen. Und damit kommen wir zur so angepassten Beschlussempfehlung des federführenden Ausschussberichtes und der Abstimmung dazu. Ja, 47 Ja-Stimmen, 5 Nein, 2 Enthaltungen. Damit wäre dieser Antrag angenommen. Es gab Zeiten, da haben wir unsere Tagesordnung geschafft, lange her, aber wir haben zumindest heute viel geschafft. Dafür vielen Dank. Es bleiben noch 5 Punkte übrig für die nächste Sitzung, dann Anfang Juli. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Ich schließe die Sitzung. Junge, ich kann nicht.